In Bangladesch haben Zehntausende Menschen gegen Regierungschefin Sheikh Hasina demonstriert und eine neue Wahl gefordert. Bei den Demonstranten in der Hauptstadt Dhaka handelte es sich vor allem um Anhänger der größten Oppositionspartei BNP. Zahlreiche Sicherheitskräfte waren im Einsatz. In jüngster Zeit war es in Bangladesch wiederholt zu Protesten gegen die Regierung gekommen. Grund waren unter anderem Stromausfälle und ein Anstieg der Benzinpreise. Unabhängige Beobachter werfen der Regierung vor, die beiden vergangenen Parlamentswahlen manipuliert zu haben. Verschärft wurden die Spannungen zuletzt durch die Festnahme von zwei ranghohen BNP-Vertretern. Bangladesch war lange Zeit mit den USA verbündet. Unter Hasina näherte sich das Land aber an China an.